Leute, ich bin am Boden zerstört. Wir haben Rotkehlchen, Küken und Blaumeisenküken im Garten gehabt. Hatten. Ich zeig euch mal was. Und ich bin etwas am Boden zerstört, aber jetzt wird nachgerüstet. Beide Nester wurden geraubt bzw. leer gemacht, die Jungtiere getötet. Und na, ich zeig euch das mal. Hier haben wir eine Müllecke mit Strauchschnitt gehabt, von dem Büsche schneiden und so weiter. Und hatten dann irgendwann festgestellt, dass in diesem Sack hier unten drin, da sieht man das Nest. Da ist das Nest von dem Rotkehlchen. Und als wir dann gesehen haben, dass das Rotkehlchen da immer reingeht, bin ich dann irgendwann hergegangen und dann haben wir natürlich auch die Küken gefunden, die da drin saßen. Und ja, haben dann die Säcke und alles hier natürlich nicht mehr angefasst und stehen lassen. Die haben da gebrütet und da saßen die Jungtiere dann auch. Und dann kam irgendwann ein Räuber und hat denen allen den Kopf abgebissen und teilweise aufgefressen. Und dann lag hier an dieser Stelle, lag denn das Rotkehlchen bzw. ein Jungtier, die waren kurz vorm Flügge werden und lag da tot. Ja, wird wahrscheinlich der Marder gewesen sein, weil das ja auch so Strauch- und Bodenbrüter sind. Ja, das zum einen. Hier nebenan steht noch ein Baum, da gucken wir gleich mal drauf. Auf jeden Fall können wir das jetzt wegbringen und ich werde einen Nistkasten besorgen, genau, für nächstes Jahr dann und werde den dann hier auch irgendwie montieren und werde das dann hier in der Ecke irgendwie machen. Das machen wir auch alles weg und dann werde ich das irgendwie montieren oder so, keine Ahnung. Vielleicht kommt auch dieses Jahr noch jemand, ich weiß es nicht, ich muss mich da einlesen und das so viel zu den Rotkehlchen. Das ist der Baum der Begierde, hier noch so ein Insektenhotel und da oben ist jetzt das Ding dran, was ich montiert habe, nochmal. Das ist ein Spechtschutz und Räuberschutz und gestern war es dann so, ich wollte das nicht anbringen, weil ich hatte da nicht dran gedacht und dann war es so, dass ja, hier ein Eichel herkam. Man sieht auch an dem Dingen da direkt, seht ihr das da? An dem Loch sind so die ja, Blessuren von dem Specht. Und da ist es so, dass der da dran wollte, der kam aber nicht dran, Gott sei Dank. Und dann kam aber gestern ein weiterer Räuber und zwar der Eichelherr. Und der Eichelherr ist dann da rein und der hat halt einen sehr langen Schnabel. Und so wie es aussieht, hat der da welche rausgeholt. Und ich habe vorhin mit der Kamera reingeschaut, also so eine Stabkamera, da mal reingehalten und bin der Meinung, also die sind tot. Und ich habe jetzt nur zwei oder drei gesehen, konnte das nicht richtig identifizieren. Und auch sehr blutig, also wird er die verletzt haben. Ne? Weil ich hatte etwas gezögert mit diesem Schutz hier, weil ich dachte, wenn ich den jetzt anbringe, dann haben die Eltern was dagegen und wollen das nicht mehr haben und verlassen dann das Nest. Also Blaumeisen sind da wohl hochsensibel, was das angeht. Wir haben so ein klassisches Ding mit so Erdnussbutter, das ist wohl geeignet. Laut der NABU habe ich das nachgelesen, das passt. Man sollte jetzt nur keine irgendwie Nüsse und so, weil wenn die Jungtiere damit füttern, dann ist es so, dass die dann das Futter auch nicht verdauen können, dann kriegen die Verstopfung, nehmen die kein Futter mehr auf. Und wenn die kein Futter mehr aufnehmen, dann sagen die Eltern, okay, kriegt ihr gar nichts mehr. Ne? So, und ich mache jetzt hier erstmal Pause und dann schauen wir später nochmal an, was im Kasten ist und holen das da raus, was da noch drin ist und sichten das mal. So, ich bin jetzt hochgeklettert, jetzt machen wir das auf. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. So, ich kann jetzt noch nicht viel erkennen, weil ich jetzt um die Ecke filme. Aber wir holen das jetzt mal raus. So, hier ist das Nest. Da sieht man die kleinen. Ja, ist irgendwie blöd gelaufen. Wie gesagt, wir rüsten jetzt hier nach. Und dann, ja. Lass mal gucken. Es waren 6 Stück, glaube ich. 5 oder 6. Hier sind jetzt noch 2. Die Eltern sind ja nicht wiedergekommen. Es sah aber auch verletzt aus auf der Kamera. Es ist auch irgendwie so, Verletzungen sind da. Auf jeden Fall. Schade.
So, der Kast ist jetzt gereinigt, der Schutz ist davor. Ich denke, dann beim nächsten Mal klappt das denn besser. Die Jungtiere nehme ich jetzt und vergraben sie. Und das war's. Schlechte Nachrichten von der Rotkehlchen und der Blaumeisenfront. Also bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann, wenn wir die neue Anlage aufstellen, gibt es dann auch ein Update. Bis dann.